Hey Freunde, ich glaube, es gibt keinen, der das Spiel 3 gewinnt bzw. Tic-Tac-Toe nicht kennt. Die einen spielen es wie ich früher während des Unterrichts und die anderen just for fun in ihrer Freizeit. Also habe ich mir überlegt, ein Video zu machen, in dem ich euch einige Tricks verrate, mit denen ihr beim nächsten Mal definitiv gewinnen werdet. Schaut bis zum Ende, denn am Ende verrate ich noch einige krasse Fakten zum Spielen. Alles klar, legen wir einfach mal los. Solltest du das Spiel starten, dann setz dein Zeichen in eines der 4 Ecken. Wenn dein Mitspieler anschließend sein Zeichen in die Mitte setzt, kannst du leider nicht mehr gewinnen, außer dein Mitspieler macht einen eher unwahrscheinlichen Fehler. Wenn dein Mitspieler sein Zeichen aber irgendwo anders setzt, hast du quasi schon gewonnen. Wenn dein Mitspieler sein Zeichen also in eines dieser 3 Felder platziert, musst du dein Zeichen in diese Ecke setzen. Wenn er sein Zeichen in diese 3 Felder platziert, musst du dein Zeichen in diese Ecke setzen. Sagen wir einfach, er setzt sein Zeichen hierhin. Dann kommt unser Zeichen, wie schon gesagt, in die gegenüberliegende Ecke nach unten. Damit du jetzt nicht gewinnst, muss dein Mitspieler sein Zeichen hierhin setzen. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten, dein Zeichen zu setzen und zu gewinnen. Hier oder hier. In beiden Fällen gewinnst du das Spiel. Wenn dein Gegenspieler sein Zeichen anfangs in diese Ecke gesetzt hat, setzt du dein Zeichen wie gehabt in die gegenüberliegende Ecke hier. Wenn dein Gegenspieler dich jetzt hier blockt, musst du dein Zeichen anschließend in diese Ecke setzen, um dir 2 Gewinnmöglichkeiten zu sichern. Sollte dein Gegner sein Zeichen in dieses Feld setzen, setzt du dein Zeichen erneut in dieselbe Ecke wie zuvor. Dein Gegner wird dich jetzt hier blocken. Aufgepasst, jetzt musst du den Gegner blocken und dein Zeichen in die Mitte setzen. Dieser Zug eröffnet dir aber ebenfalls 2 Möglichkeiten zu gewinnen. Und die gleiche Strategie spielst du auch, wenn dein Gegner seinen Zug in einen dieser Ecken setzt, nur eben spiegelverkehrt. Wenn dein Mitspieler sein Zeichen aber direkt gegenüber von deinem setzt, dann ist es für dich sogar noch leichter. Denn dann darfst du dein Zeichen entweder in diese oder in die andere Ecke setzen. Sobald du dann geblockt wirst, kannst du dein Zeichen in die übrig gebliebene Ecke setzen und hast das Spiel wieder mit 2 Möglichkeiten gewonnen. Sollte dein Gegner anfangen und sein Zeichen in eines der 4 Ecken setzen, musst du dein Zeichen unbedingt in die Mitte setzen und jeden Zug deines Gegners blocken. Du kannst zwar nicht gewinnen, aber noch ein Unentschieden rausholen. Das gleiche gilt auch dafür, wenn dein Gegner sein Zeichen anfangs in die Mitte platziert, dann musst du dein Zeichen unbedingt in eines der 4 Ecken setzen. Nur dann kannst du ein Unentschieden rausholen oder sogar gewinnen, wenn dein Gegner einen Fehler macht. Sollte dein Gegner beginnen und sein Zeichen in eines der 4 Felder mittig setzen, dann ist es wichtig, dass du dein Zeichen in die Mitte setzt, sonst könntest du eben verlieren. Solltest du beginnen und auf Risiko spielen wollen, dann kannst du dein Zeichen natürlich auch in eines der 4 Felder mittig setzen. Wenn dein Gegner sein Zeichen in irgendein Feld außer in die Mitte platziert, ist einfach alles offen. Du könntest also gewinnen, verlieren oder ein Unentschieden rausholen, denn es gibt 255.168 verschiedene Spielverläufe. Davon können 131.184 mit einem Sieg des ersten Spielers enden, 77.904 mit einem Sieg des zweiten Spielers und 46.080 mit einem Unentschieden. Übrigens war es auch eines der ersten Spiele, die auf dem Computer erschienen sind. Es hieß OXO und war auf dem EDSAC Computer 1952 spielbar. Dieses Spiel ist einfach ultra alt und lässt sich bis zum 12. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. Und das war's auch schon. Wer die genannten Tricks testen möchte, dem habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Spiel im Browser hinterlassen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieser Trick bereits bekannt war oder ob ihr eventuell einen anderen Trick kennt, der viel besser ist. Liked und teilt das Video und abonniert diesen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.